In diesem Video. Suche ich keinen Job? Ist das Gras grün? Das Auto staubig? Und wandere ich im Garten? Da wären wir bei Cannon, Krefeld, gut gefahren, ein Stau. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Eingang finden, den Parkplatz. Haben sie gut ausgeschildert, der war leicht zu finden. Los geht's. Manche gehen bei dem Wetter ins Freibad, ich zu Cannon. So geht's. Und die fahren sogar hier schon mit Stromautos, haben eigene Ladestationen. Ich vermute mal, ich werde nicht filmen dürfen, aber macht ja nichts. Hauptsache, es wird geholfen, denn die R6 nimmt entweder nur rechts den Ton auf oder zum Teil jetzt auch gar nicht. Also kompletter Tonausfall. Das ist natürlich richtig Bullshit. Und hier sehen wir auch Reparaturannahme. Ich glaube, ja, das ist immer richtig. Ja, komisches Schild. Sind die Mittag. Auf Google haben sie keine Öffnungszeiten angegeben, sondern durchgehend bis 17 Uhr abends. Ja, da ist die Canon weg. Sehr freundlich, sehr nett, alles aufgenommen. Sie hatten mich noch im System, haben mich also praktisch gekannt und auch meine Canon. Und ja, wenn alles nach Plan läuft, ist das auch eine Reparatur innerhalb der Garantie, denn die Kamera wird erst im November 2 Jahre alt. Ja, jetzt gucken wir mal, wann sie kommt. Sie wird, Timo, zu dir geschickt. Stil.de ist Lieferadresse. Und was bin ich froh, hatte ich eine Zweitkamera dabei. Die funktioniert zwar auch nicht super wegen dem Ton, aber da habe ich jetzt Abhilfe geschafft. 2 Mikros werden angeschafft. Dann ist es hoffentlich auch wieder durch. Und dann kann der Caravan-Salon kommen. Und dann folgt der Herbst. Und der Herbst, das kann ich euch jetzt schon sagen, wird heiß. Jetzt werfe ich aber die Klimaanlage wieder an und wir fahren weiter, nicht, dass im Co-Pilot noch warm wird. Sind wir mal gespannt, wie lange Canon braucht, um die E6 zu reparieren. Wir fahren ab und die guten News sind, Friedrich geht es auch schon wieder ein bisschen besser, erholt sich. Wir haben draußen 34 Grad, hier drin läuft die Klimaanlage. Und wir fahren jetzt nach Neuwied. Da wären wir Neuwied erreicht. Wir noch gucken, wo wir hin müssen. Sind wir hier irgendwie richtig? Ja, ich glaube, das Auto kommt mir hier bekannt vor. Der Flitzer. Da wären wir. Schauen wir mal, ob jemand zu Hause ist. Aber es sieht ganz danach aus. Denn Rennmaschine steht hier schon im Hof. Wir biegen um die letzte Ecke. So sieht es hier aus. Das ist doch alles gestellt. Alles gestellt. Dirk, du bist ja richtig braun. Warst ja, du vor der Tür? Keule. Hi, schön, dass du wieder da bist. Gott, dass das Monate her ist, meint man gar nicht. Ne? Ich sehe immer noch so gut aus wie im Januar. Ne? Ja. Du siehst ein bisschen zottelig. Ja, das mit dem zottelig. Hi. Hi. Ja, da sind wir wieder, ne? Ja. Wie früher. Kaum bin ich hier, muss ich ja wieder gehen. Ne? Ist ja immer das Gleiche, man will mich nie lange haben. Man muss hier gar nichts. Da siehst du noch einen alten Bekannten. Oh, den brauche ich wieder. Den brauche ich für einen Caravansalon. Einen legalen. Nimm mit. Nee, den bringst du mir da mit. Ja, wir fahren mal kurz irgendwo hin. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir mit dem Dreirad fahren oder mit dem schnellen Flitzer, der hier hinterm Busch steht. Der ist jetzt bestimmt auch nicht schwarz, heiß. Den könntest du auch mal wieder waschen, ne? Ist das mein Auto? Nein. Nicht? Nein. Ach so, da muss ich ihn nicht waschen. Ledersitze sind was Tolles, oder?
Es ist Velourleder, also ja. Ja, es macht es nicht besser. Ah, Glattleder wäre noch geiler. Wir sind gut angegrillt nachher. 39 Grad. Gute Kruste. Ihr sucht noch einen Stellplatz, der günstig ist. 25 Euro pro Monat. Da könnt ihr neben dem Avanti stehen. Ja. Da ist auch noch Platz oder sind die alle auf Urlaub? Nö, hier ist noch Platz. Habt ihr Strom? Nee, ne? Ist nur Parken. Nee, Strom haben wir nicht. Sesam, öffne dich. Achso, du fliegst. Wir haben den übrigens noch gar nie gesehen. Ne? Also ich sehe den jetzt auch zum ersten Mal. Der ist noch viel größer als auf Bildern. Ja, ist ja riesig. Leck. Panzer von vorne. Also wenn der dich überfährt, da bleibt nichts übrig. Ja, Keller, ne? Aufgeräumt. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Und viel Platz. Das ist schon gewaltig. Aber die richtige Roomtour filme ich jetzt hier sicher nicht. Das seht ihr dann beim Avanti. Die haben wir auch noch nicht gemacht. Die sehen aber hier noch gelbe Flaschen. Das sind Gastankflaschen, ne? Ja. Was ist das für ein Schlauch? Abwasser. Ah, okay. Junge, Junge. Platz ohne Ende. Ha! Ich stehe drin und Dirk nicht. Es ist wunderbar warm hier drin natürlich. Und so sieht das Ganze hier aus. Teilintegrierter halt. Viel Platz. Aber nicht übermäßig breit das Fahrzeug und es sieht schon ganz nett aus. Also da kann man sich durchaus wohlfühlen und Spaß haben und ich gehe jetzt wieder raus, mir ist einfach zu warm. Weit gereist und immer noch top in Schuss. Ja. So, wir sind wieder im Betonhaus und das glaubt ihr jetzt vielleicht nicht, aber der Meister himself steht am Grill, an der Pfanne. Ja. Und irgendwas hat er gerade eben gesagt von schwarze Würst. Machst du Döner? Wir machen heute Döner. Das ist ja geil, ey. Ja. Neues Rezept von TikTok. Oh Gott. Ja. Wenn ich das schon höre, da fühle ich mich gleich 20 Jahre jünger. Noch jünger, Kai, geht doch gar nicht. Doch, ich sehe ja schon alt aus. Muss ich mal wenigstens jung fühlen. Ja. Aber echt Hunger jetzt. Bin kurz vorm Zuckerschock. Ah, ist gut. Mach mal hin. Ja. Das seit 7 Monaten nicht mehr gearbeitet und mich hier am Berufstätigen hetzen. Ja, genau. Ich hätte dir so viel Innovationskraft gar nicht zugetraut, dass du dich traust, sowas zu machen. Soll ich da jetzt irgendwas zu sagen? Danke. Tja, heute gibt's Döner. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Döner. Damit bin jetzt. Ich dachte, ich krieg wieder eine. Hier, sabbel nicht. Nimm eine mit. Wurst. Ich habe keine Angst. Leg's auf den Teller. Dann fällt's auseinander. Dann ne? Sieht's nicht mehr gut aus. Ja, Leute, wenn ihr wüsstet, wie ich gerade Hunger habe, dann hättet ihr fast Mitleid. Ich esse jetzt einen Kunde. Sehr schöner Abend bei Sonja und Dirk und jetzt zurück in Zottel. Wir stehen vorm Haus, 27,9 Grad in Zottel. Es ist verdammt warm. Das Team liegt schon hinten, die Ventilatoren sind angebracht. Es gibt eine warme Nacht. Das sind die Momente, wo ich wünschte, ich wäre wieder bei 10 Grad in Norwegen. Gute Nacht. Guten Morgen. Na, wo war da? War gerade bei Dirk noch zwei Kaffee trinken und ein bisschen schwätzen. Und jetzt geht's weiter. Da steht der Feind und guckt noch hinterher. Ich dachte, er ist schon reingegangen. Nein, ich winke noch. Du winkst noch? Zum Tschüss. Abschied. Brauchst nicht warten, ich brauche noch einen Moment. Also, gut, dann gehe ich wieder hoch arbeiten. Genau, schaff was. Der ist aber rausgefallen, ne? Raus? Ja. Ah ja, das Ding von Timo, ja. Okay. Ja, vom Avanti Dirk habe ich noch was gekriegt. Der ist jetzt in den Kokshandel ein. Der ist jetzt in den Kokosziegelhandel eingestiegen. Also der hat mal ein paar gekauft und ich habe ihm jetzt ein paar abgenommen. Jetzt haben wir wieder 18 Ziegel. Da kann der Co-Pilot kacken wie ein Weltmeister. Und jetzt fahre ich weiter mit dem Team. Das sitzt schon. Und wir fahren vermutlich nach Hause zu meiner Schwester und meinen Eltern. Und das Lustige an der Sache ist, die wissen nicht, dass ich komme. Die denken, ich komme morgen. War die Idee vom Co-Pilot, ich kann da gar nichts für. Dann mal los! Schön war es hier in Neuwied. Dirk,
sehen wir am Caravansalon wieder. Sonja natürlich auch, da freuen wir uns schon drauf. Und wir gucken jetzt mal, ob die Verwandtschaft und Familie noch lebt. Wir haben übrigens schon 32 Grad. Das ist der Wahnsinn. Denn es ist gerade mal 11.12 Uhr. I found someone who makes me wanna know a thing about love. But oh my god, I'm seeing stars with you. Tend to keep myself from diving in. I get fed up with the sink or swim. But oh my god, I'm falling hard for you. Da wären wir 37 Grad plus Weinsberg erreicht. Verkehrstechnisch lief's gut, kaum Stau. Und auch sonst sehr entspannt. Hörbuch lief, höchste Temperatur 39 Grad zwischendurch mal. Und jetzt sind wir dann gleich da. Und wer meint, die Tour endet hier, der täuscht. Denn am Montag fahre ich zusammen mit Schwester und Schwager weiter. Die kriegen am Montag um 14 Uhr ihr Fahrzeug, ihren Van beim Autohaus Melzer in Jestetten. Ich fahre sie hin, begleite sie diesen Tag über mit der Kamera. Also, ja, geht weiter. Und auch danach geht's noch weiter. So, dann gehe ich mal Hallo sagen. So, da bin ich wieder kurz mal drin gewesen. 39 Grad im Van. Ich glaube, ich muss hier Kobelot und Friedrich retten. Die kommen jetzt mit in die Wohnung, ins Haus. Und mein Laptop auch, muss noch arbeiten. Und die Überraschung ist auch geglückt. Sie haben sehr überrascht geguckt, als ich einen Tag eher hier aufgeschlagen bin. Und auch ein Novum, ich bringe Essen mit. Also jetzt nicht selber gekocht, ne? Ist von Diana und Kai, aber ich bringe Essen mit. Das wird gegessen jetzt. Ich muss euch mal kurz was zeigen. 9 Uhr morgens, gerade aufgestanden, gestern 38 Grad und jetzt regnet es. Kein Scherz. Ich bin noch keine 24 Stunden hier und der Regen ist auch da. Also irgendwie ist das unglaublich. Kurzer Blick aufs Radarbild. Wir sind ungefähr hier. Seht ihr das? Ganz Baden-Württemberg, Sonne. Und da, wo ich bin, die Wolke. Das ist so unfassbar. Erste Testaufnahme mit dem neuen Sony-Mikrofon, auf digital eingestellt, keinerlei Verstärkung und leichter Wind mit etwas Bewegung. Was macht der Ton? Kommt überhaupt was an? Automatische Aufnahme, Tonpegel 12. Wehe, das knackt, drehe ich dir den Hals rum. Könnt auch gerne noch ein bisschen mehr Wind geben. Ich habe mit Round Noise aufgenommen, also sprich hinten ist auch aktiv, wenn ich dahinter stehe. Es war vorhin so schön Wind und jetzt ist nichts. Kopf. Gibt's doch nicht. Scheiß warm ist es. Etwas mehr jetzt, 20 km/h vielleicht. Knackt's im Gebälk oder bleibt's ruhig? Guck mal, Sonnenblumen stehen hier rum. Dürfte gerne etwas mehr Wind sein. Ich hätte da jetzt echt nichts dagegen. Wind. Es windet wieder leicht. Oh, nur leicht. Mann. Gibt's hier nicht mal mehr Wind? Also stärkeren, nicht vom Meer. Jetzt. Wind. Oh ja, mehr Wind. Ach so, habe ich für die Tasse gedacht. Sorry. Mehr davon. Knackt's, knarrt's, was macht's? Wird's anders, wenn ich im Bild bin? Bewegt sich da oben aber auch nichts. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living und ich bin echt verdammt aufgeregt. Heute ist der große Tag.
used to feel.